Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kinga. Ich bin heute wieder im Wald unterwegs und ich wurde in letzter Zeit sehr häufig gefragt, ob ich nicht mal so meine Top 5, Top 10 Ausrüstungsgegenstände vorstellen könnte. Und dem will ich natürlich gerne nachkommen. Das haben meine Top 10 Ausrüstungsgegenstände 2019. Die habe ich jetzt alle hier in meinem Rucksack drin. Und wenn ihr wissen wollt, was das alles ist, und das sind wirklich Top Sachen, die ich jetzt ein Jahr getestet habe, manche sind relativ neu, aber haben sich trotzdem schon sehr gut bewährt. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Ich wurde jetzt des Öfteren gefragt von Zuschauern in die Kommentare drin und auch per E-Mail, ob ich nicht mal so Top 5 oder Top 10 von meinen Ausrüstungsgegenständen draußen machen kann. Weil es kommt ja bald Weihnachten, jeder will wieder irgendwas und ich stelle euch halt meine beliebtesten Sachen in 2019 vor. Und ich beginne gleich mal hier mit meiner Hängematte von Amazonas. Wer meine Videos schon länger schaut, ich hatte mir mal so billige Hängematten gekauft, einfach mal zum Testen, ob mir das grundsätzlich taugt. Da bin ich dann gleich mal durchgebrochen. Das war wirklich ein billiges Klump. Ja, jetzt Houston, we've got a problem. Und zwar ist hier unten, ich weiß nicht, ob man sieht, ob man sehen kann, ist hier plötzlich ein Riss dahergekommen. Oh ja, und jetzt geht's bergab mit mir. Ah, Scheiße! Da haben die Schnürhand gerissen und. Und dann hat der Sven von Amazonas, Produktentwickler dort, übrigens toller Kanal, Sven Künkele, gebe euch unten den Link, schaut euch den mal an. Und er hat gesagt, komm, ich bringe da mal gescheite Hängematten mit. Und die habe ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein überzeugter Bodenschläfer bislang. Seit ich die Hängematten habe, habe ich nicht einmal nur auf dem Boden geschlafen. Das Problem ist halt, in der Hängematten ist es etwas kälter. Aber da kommen wir dann gleich zu meinem neuen Top 2 für die Hängematten, ein super Zusatzteil, aber dazu später. Wie gesagt, die Hängematten ist super, hat mit die Aufhängungen, die man super einstellen kann, also wo man wirklich nicht unbedingt schauen muss, wie weit die Bäume voneinander weg sind, hat die roundabout, ich glaube 700 Gramm, hat ein Moskitonetz, das hat mir in diesem Jahr sehr gut geholfen. Wir hatten ja Moskitoplage und da machst du einfach zu und die sausen draußen rum und du denkst, ihr kriegt es mir nicht. Also von dem her echt super. Der weitere Vorteil ist natürlich ganz klipp und klar, ich muss nicht mehr hier auf den Boden achten. Hier zum Beispiel eine ebene Stelle zu finden, wo ich gerade bin, ist fast unmöglich. Mit der Hängematte Bäume zu finden, die einen halbwegs vernünftigen Abstand haben, das ist relativ easy. Das heißt, ich habe hier einfach die Möglichkeit, ich habe viel mehr Möglichkeiten, gerade am Berg, wo es dann teilweise die Böden so haben, ist natürlich eine Hängematte optimal. Also wie gesagt, mein Top 1 Features, mein Lieblingsfeature in 2019 war definitiv die Hängematten von Amazonas. Mein nagelneues Top 2 Feature, das ich noch gar nicht wirklich getestet habe, beziehungsweise ich habe es jetzt einmal getestet, bei minus 4 Grad draußen auf dem Balkon habe ich da geschlafen. Und das ist für die Hängematten eine eigene Isomatte von der Firma Climit. Die wiegt zwar einiges, die wiegt 950 Gramm, hat aber einfach die sehr viel breiter wie eine normalere. Und die hat auch hier diese vier Flügel, ich hoffe man kann es erkennen, sodass quasi wenn ich da drin liege, meine Arme und Beine kann ich sogar auseinander und trotzdem wird es mir da nicht kalt. Und die hat einen R-Wert von 4,4, was heißt bis minus 12 Grad. Und das ist natürlich super. Der zweite Vorteil ist, ihr seht, jetzt ist die Hängematte von Haus aus breiter. Ich habe also nicht mehr dieses Problem, dass mir die Hängematte so zusammendrückt. Also von dem her, ich bin jetzt gerade Dringling. Ich muss sagen, die Hängematte an sich ist geil, aber mit diesem Teil. Das ist unglaublich. Das ist echt mal der Hammer, muss ich sagen. Die werde ich aber demnächst mal genauer vorstellen, wenn ich es mal ausgiebig getestet habe. Nur die habe meine normale ISO-Luftmatratze, die ich habe sofort vom Platz 1 verdrängt. Also das ist wirklich cool. Schön warm, wie gesagt, bei minus 4 Grad von unten her. Top, von der Isolierung her. Echt geiles Teil. Mein Top 3 Feature, das ich auch noch gar nicht so lange habe, ist mein Messer von Wolfgangs. Das habe ich euch erst vor kurzem mal vorgestellt. Das habe ich noch gar nicht so lange, aber das erfüllt
eigentlich alles, was ich gern hätte. Es ist schon mal 42A-konform, das heißt, ich darf es draußen führen, weil es unter 12 cm Klingenlänge hat. Also das ist ziemlich das Maximum, was man haben kann. Deswegen gibt es sogar einen eigenen Feststellungsbescheid vom BKA, dazu. Es ist dick genug, ich hoffe, man kann das erkennen, dass ich damit im Notfall batonieren könnte, wenn es wäre. Es ist scharf genug, dass ich damit schnitzen kann. Gott, der ist jetzt recht morsch. Aber es geht sehr gut. Es hat hier sogar einen eigenen Griff, also für den Daumen zum Neider, was recht gut ist. Die Scheide dazu ist natürlich sehr gut, aber wie gesagt, das habe ich euch ja vor kurzem erst vorgestellt. Videolink ist auch mit drinnen und ich muss sagen, das hat also meine anderen Messer gut entfernt. Ich kann damit natürlicherweise, ist das, wie sie sich für Bushcraft-Messer gehört, ist ein Feuerstahl mit dabei. So. Aber das habe ich ja auch schon gesagt. Also, und ein richtig guter, also da halten die Flammen durchaus etwas länger als bei den billigen. Und ein kleines Pfeiferl ist auch noch mit dabei. Halt, da bin ich. Also für den Fall der Fälle bist du mit dem Messer bestens gerüstet. Link dazu gibt es für alle Sachen natürlich unten, falls also noch wer Weihnachtsgeschenk braucht. Mein persönliches Top 3, auch wenn es noch nicht so lange in Benutzung hat. Aber ich muss sagen, finde es echt cool, liegt super in der Hand. Echt ein cooles Outdoor-Messer. Gehen wir nun zu meinem nächsten Top. Der Miniwell Wasserfilter, beide. Ich habe jetzt nur den kleinen dabei, den großen kennt ihr ja auch. Der hat tatsächlich mein Sawyer komplett vom Thron gestoßen. Einfach mit dem riesen Vorteil, weil der hier oben drin, also erstmal hat er hier quasi zum Trinken. Ich kann hier ganz normal auf die Flasche drauf schauen, wie ihr das kennt. Und ich habe halt zusätzlich zu dem, dass er einen besseren Filter hat als der Sawyer, habe ich hier auch noch einen Aktivkohlefilter einfach mit drin. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil, weil der Aktivkohlefilter halt nur Schwermetalle etc. mit rausnimmt, Huminsäure mit rausnimmt, was ich gerade, ich bin hier ganz oft im Moor unterwegs und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist das natürlich ein super Feature. So, kann ich gerade dazu bringen. Genau. Also definitiv, die Miniwell haben sich bei mir dieses Jahr sehr stark bewährt. Ich habe aus einigen Sachen rausgedrungen, die Video dazu gebe ich euch mit unten. Hat eine bessere Filterleistung als der Sawyer. Hat noch einen weiteren Vorteil, was mir auch sehr gut gefällt. Ich brauche kein Kaffeefilterpapier, nicht mehr wie beim Sawyer, sondern hier ist der Vorfilter gleich inklusive. Also da ist ein kleines Papierchen drin, wie so Kaffeefilter, nur das kann man auswaschen, das kann man wieder trocknen und da haben 5 wieder dabei. Also das gelangt, der gelangt für gut 1000 Liter und das muss man zuerst mal da filtern mit sowas. Also von dem her top, wenn man rückspült, glaube ich, geht er sogar bis zu 5000 Liter, hat die Firma gesagt. Schön leicht, trotzdem nur schön klein und wie gesagt, auf die Flasche drauf. Werden dann eh gleich noch brauchen, weil ich muss mir dann noch Wasser holen. Ich habe nämlich heute noch Glühwein mitgenommen und jetzt langsam darfst du mir doch ein paar lauter reden. Mein nächstes Top-Feature, meine beiden Snackpack-Schlafsäcke. Der Elite 2 im Sommer und der Elite 4 im Winter. Ich habe noch den Snackpack Jungle Bag, wenn es ganz warm ist, da ist der super. Den Elite 2 habe ich jetzt, weiß gar nicht, einige Male auf alle Fälle schon eingesetzt und letztes Mal habe ich mal extrem getestet. Da war nämlich auf meinem Balkon minus 3 Grad und der hat Komfort-Limit-Temperatur. Wo steht es denn? Komfort-Low, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, ist minus 3 Grad. Das heißt, ich habe den jetzt mal extrem getestet und ich muss sagen, geht echt. Es ist dann in der Nacht minus 4 kalt geworden, da merkt man, er kommt dann langsam an die Grenzen. Einfach schon aus dem Hintergrund, das ist ja eher 3 Jahre Jahreszeiten, Schlaf, sag so, wie muss ich sagen. Und der hat einfach keinen Wärmekragen. Und das merkt man dann irgendwann mal, wenn es kälter wird. Also wie gesagt, minus 3 war noch, ist ja Komfort Limit, ist ja wirklich die Grenze. Muss sagen, ist noch machbar, also von dem her, der hält, was er verspricht. Der ist wasserabweisend, der ist relativ leicht mit 1300 Gramm, der andere hat 1850, geht aber dafür bis minus 15 Grad. Und auch den Elite 4 habe ich bis jetzt bei minus 9 Grad getestet und da war der mollig warm. Da war also bei minus 9 Grad, ich glaube nur im T-Shirt und der Jogginghosen drin und es war mir eigentlich nicht zu kalt. Also echt, die halten was versprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und
vom Packmaß, den kann man natürlich nur sehr viel kleiner machen. Das ist ja ein Kompressionssack dabei, der passt also bei mir wunderbar in den Rucksack rein. Und darum, den habe ich echt lieb gewonnen. Und der hat dieses EPS-Erweiterungssystem. Und das ist natürlich gigantisch, weil ich bin jetzt nicht der Schmälste und ich hasse es, wenn man so im Schlafsack drin liegt, dann kann sich nicht mehr bewegen. Und in dem Schlafsack habe ich halt noch Spielraum. Ich kann das aber auch rausmachen, wenn es ihm kälter wird, damit ich eben nicht so viel Luft erwärmen muss. Und das habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht und trotzdem hat er bei minus 3 Grad ohne Probleme. Bin also neulich am Balkon rausgegangen. Ich glaube um 11 Uhr habe ich dann eben auf die Isomatte. Die habe ich übrigens auch nochmal als normale Isomatte für den Boden. Aber die ist natürlich breiter und viel bequemer, dafür natürlich leider schwerer, logischerweise. Und mit dem Schlafsack bei minus 3 Grad. Und irgendwann um 3 Uhr morgens bin ich dann wieder aufgewacht. Ich wollte eigentlich nur mal schnell ein Stündel draußen liegen zum Testen, aber bin dann gleich eingeschlafen, weil es so schön mollig war. Nächstes Highlight, was ich dieses Jahr sehr viel gehabt habe, das ist das Bascha von der Firma, nur mal von der Firma Highlander. Weiß nicht, ob man hier die Sachen lesen kann. Das habe ich eigentlich bei jeder Übernachtung dieses Jahr dabei gehabt. Ich glaube, ausnahmslos Winter wie Sommer. Hat sich also sehr bewährt, muss ich sagen. Hat, ich glaube, 500 Gramm oder sowas in die Richtung. Genau, 500 Gramm. Einziger kleiner Nachteil ist, es ist 2,50 Meter auf 1,70 Meter. Das heißt, gerade für die Hängematten ist das gerade nur so machbar. Aber wirklich gerade nur so. Ich habe schon bei Regen drin geschlafen. Funktioniert also, aber wenn es richtig regnet, dann ist es fast zu klein. Aber so fürs normale Draußenschlafen gelangt das ganz leicht. Es hat eine saugeile Tarnfarbe. Man sieht das Ding echt kaum. Und da muss ich sagen, das habe ich mir jetzt fertig gemacht. Da habe ich mir fertige Schnüre ohne gemacht. Da habe ich mir einen Haken, also so Heringe dazu gemacht. Das ist alles da komplett mit drin. Und damit kann ich mir jederzeit ein Lager aufbauen. Also wie gesagt, die Tarnfarbe ist gigantisch, muss ich echt sagen. Ja, gefällt mir also richtig gut und hat immer 2000er Wassersäule, was bei ganz starken Regen merkt man, da kommen dann ganz vereinzelt, ganz leicht die Tröpfchen durch. Kann aber auch daran liegen, dass ich es einfach bei diesem Mal nicht gescheit aufgespannt habe, weil ich nicht mit Regen gerechnet habe. Ich habe es gerade mal so locker drüber gespannt und da bilden sich dann natürlich leichte Pfützen drin, aber wie gesagt, die anderen Regen, auch Schnee, alles hat es wunderbar ausgehalten. Und ich habe es jetzt einfach nur mal imprägniert, da zusätzlich. Und ich denke mir, damit bin ich auf alle Fälle gegen jeden Regen gewappnet. Und wie gesagt, mit 500 Gramm halt sehr leicht und auch sehr klein. Also wirklich, das Packmaß kann man noch kleiner machen. Das ist jetzt nur, ihr seht hier, haben die Heringe drin. Ansonsten könnt ihr das noch kleiner zusammen machen. Also top, passt super in den Rucksack rein. Mein nächstes Top-Highlight dieses Jahr, der Top-Ausrüstungsgegenstand, war der Highlander ProForce 66. Also ihr kennt es ja, den habe ich euch schon mal vorgestellt und den habe ich eigentlich auf jeder größeren Tour dabei gehabt. Der hat 66 Liter, hat einfach hier nur ein paar, hier ist schöne Seitentaschen, da haben zum Beispiel meine ganzen Werkzeuge mit drin. Dann hier herüben ist das ganze Wassersachen mit drin. Dort vorne sieht man, ich habe hier erste Hilfe drauf gemacht. Der hat ganz viele so zusätzliche Sachen, wo man was ranmachen kann. Hier der komplette Smolle-System an der Seite. Hier eben genauso. Hat hier unten nochmal extra, hier könnte ich quasi zum Beispiel, habe im Winter immer meine Isomatte, das ich jetzt ja nicht mehr brauche, weil ich jetzt die Klimit habe, mit dran gemacht. Also auch dafür haben wir Platz. Er hat hier oben, hier kann ich also wunderbar meine Jacke mit reinmachen in die Richtung. Ich habe hier oben nochmal ein riesen Fach, wirklich ein riesiges Fach. Da habe ich alles Mögliche drin. Und auch das Tragesystem ist echt, muss ich sagen, top. Also ich habe den bis zu 18 Kilo geladen und ich habe da noch nie Kreuzschmerzen oder sowas gehabt. Also auch hier unten hat er auch nochmal was, dass ich hier meine Feldflasche ranmachen habe können. Auf den anderen Seiten hat er quasi hier nochmal extra Tasche, da könnte man, also hier habe ich zum Beispiel meine Zigaretten drin oder das Handy kann man da wunderbar neu machen. Die kann man aber auch wegmachen, wenn es ist. Und der sitzt da drunter, hat er hier quasi, hier könnte ich auch Molletaschen mit reinnehmen. Ist also von dem her echt gut. Ich habe am Anfang gedacht, so ein Rucksack, ich habe vorher einen Tasmanian Tiger gehabt und der kostet ja nur die Hälfte von dem. Der kostet glaube ich um die 119 oder sowas in die Richtung. Hier natürlich die Ringe, logischerweise. Und da muss ich echt sagen, da war ich am Anfang sehr skeptisch. Aber ich habe die mittlerweile lieber dran als meinen Tasmanian Tiger. Ich muss ganz ehrlich gestehen. Vor allem der TT hat halt nur 45 Liter. Aber mir taugt einfach auch dieses Tragesystem sehr gut. Ein weiteres Produkt, das ich auf jeder Tour dabei gehabt habe, das ist mein Baufeng.
Das ist für mich hat mehrere Hintergründe. Der Hauptgrund, warum ich es eigentlich dabei habe, ist der. Ich muss kurz einschalten. Ich nutze das Ding draußen gerne als Radio. Ab und zu, gerade wenn du dann auf nach der Lohr bist, magst du vielleicht etwas Musik hören. Aha, jetzt funkt gerade jemand dazwischen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie gesagt, ist auf alle Fälle. Irgendwer funkt hier gerade, deswegen geht es gerade nicht. Ist auf alle Fälle ein super Radio. Wer jetzt sagt, ich will ja nicht so laut sein, da gibt es einen Kopfhörer dazu. Also Freisprechung quasi auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, ich kann dann ganz leise Radio hören und habe das ab und zu im Hintergrund. Ich glaube, wenn du allein draußen bist, ist es mal ganz interessant, mal zwischendrin mal ein bisschen Radio hören und dann hier immer wieder die Geräusche des Waldes. Ist natürlich auch mein Notfallsystem, falls das Handy mal nicht funktioniert, habe ich hier zumindest die Möglichkeit, noch Hilfe zu rufen. Ich habe euch das Ding ja schon mal vorgestellt. Ich habe gesagt, ihr dürft in Deutschland damit eigentlich nicht funken. Notfall ist immer was anderes. Also wenn es ums Leben geht, ist das immer was anderes. Aber ansonsten zum Radio hören oder einmal zum Funk abhören ist das ganz interessant. Ich habe ja hier Freenet mit rum und da kann man zum Beispiel die Paraglider abhören. Und das ist immer eine ganz interessante Geschichte. So, mein nächstes Highlight ist, bin nicht ich, sondern meine Jacke. Die ist zwar relativ neu, die habe ich noch nicht so lange. Aber ich finde die richtig geil. Die ist von der Firma Highlander. Das ist die neue Striker-Jacke. Die habe ich schon auf der Messe kennenlernen dürfen. Und muss echt sagen, hat mir die Claudia geschickt. Vielen Dank dafür nochmal. Und das ist eine echt geile Jacke. Und zwar, ich habe die jetzt auch schon bei minus 4 Grad gehabt und drunter nur so einen ganz, ganz dünnen Pulli. Mir hat es nicht gefroren. Du schwitzt aber auch nicht so leicht in der. Also die hat echt ein super Klima. Hat eine 8000er Wassersäule. Halt nur ein paar Sonderfeatures, wie hier zum Beispiel eine Tasche hier mit einem zusätzlichen, wo ein Schlüsselbund oder sowas ranmachen kann. Halt hier oben nochmal eine Tasche, zum Beispiel hier für die Raucher, da sind die Zigaretten drin. Halt hier, ich weiß nicht, ob man sieht, Vlies mit drinnen. Also ich kann die wirklich, ich kann es jetzt leider nicht zumachen, weil ich das Mikrofon da habe. Jetzt bringe ich es nicht mehr auf und nicht mehr zu. So, gut. Hat also hier noch mal eine Innentasche mit Netz quasi, wo man hier noch was rein da kann. Hat hier so ganz große Taschen. Und in diese Taschen ist hier erinnern auch noch mal eine Tasche. Ich hoffe, man kann es sehen. Also wirklich von dem her top durchdacht. Ich kann mir natürlich hier die Bündchen einstellen, damit es hier nicht kalt durchgeht. Ich habe da herunten hier die Möglichkeit, es enger zu stellen, damit es auch von unten her nicht zieht. Und ich habe natürlich hier Glättfläche. Und hier möchte ich sagen, vielen lieben Dank an Reini Rossmann, der mir seine Glätz geschickt hat. Vielen, vielen Dank. Und ein Buch dazu mit Signierung. Das werde ich demnächst mal vorstellen. Sein neues Buch mit der Pflanzenkunde. Finde ich genial. Und ich habe schon ein bisschen reingeschaut. Und ich habe ja keine Ahnung von Pflanzen, wie man die sät oder so. Also, wie man die sät, wie man die aufzieht. Aber das ist sehr einfach geschrieben. So, glaube ich, sogar kapiere sogar ich. Also, Reini, das wird der Test für dein Buch, ob das auch ein Unbedarfter kapiert. Auch Balkonpflanzen, sowas, was man ansetzen kann. Also so Selbstversorgung durch Pflanzen mehr oder weniger. Und wie gesagt, hier coole Glättfläche. Also von dem her, für mich eine echt geile Winterjacke. Seit ich die habe, seit ungefähr, glaube ich, einer Woche oder sowas oder eineinhalb, habe ich eigentlich nur noch die Jacke draußen. Und es hatte schon minus 4 Grad und ich habe in keinster Weise gefroren. Sie droppt ein bisschen auf, sie fällt auch relativ groß aus. Aber meiner kann man halt auch notfalls nur Fließjacke drunter anziehen und mit 8000 mm Wassersäule ist das Ding halt auch regendicht. Wir haben natürlich eine Kapuze dazu. Auch diese Kapuze ist ganz leicht gefüttert, sodass quasi, wenn ich hier das mache im Winter und ich mache hier komplett zu, dann haben auch meine Ohren zumindest etwas geschützt, was auch nicht schlecht ist. Also wie gesagt, von dem her muss ich sagen, echt eine tolle Jacke, gefällt mir richtig gut. Und die ist nicht billig, also Highlander geht jetzt gerade so in den Bereich, die haben ja bis jetzt super Sachen gemacht zu sehr günstigen Preisen und wollen jetzt auch noch ein bisschen Top-Produkte dazu nehmen. Und da können diese Striker-Jacke, ich glaube, die kostet 140 Euro oder sowas. Aber mein erstes Fazit ist wirklich, die ist wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde jetzt im Winter testen und euch dann mal im Frühjahr eine genaue Vorstellung dazu geben. Kommen wir noch zu meinem letzten Top-Feature, den habe ich auch dieses Jahr neu bekommen. Schaut er noch relativ nahe, als ich ihn nicht in seiner kompletten Situation gebraucht habe. Und zwar dieser Hobokocher.
war eigentlich kein so Freund von diesen Runden, weil die doch ein bisschen Platz brauchen, aber es geht eigentlich. Nur was man mit dem alles machen kann, das ist halt gigantisch. Also da hast du hier mal das obere Teil mit Windschutz und da kannst du natürlich hier die Dinger nach außen da, damit kannst du hier eine große Pfanne drauf machen. Dann hast du hier das Innenteil und du hast hier diese beiden Teile. Also der ist eigentlich aus vier Teilen besteht, das Ganze. Wenn man die mal zusammenbaut, baut man die zwei aufeinander und dann kommt dieses Teil rein. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das neu zu machen. Die normale Möglichkeit ist hier, so kann ich ihn als Hobo nutzen. So nutze ich den im Übrigen auch, um hier meinen, da ist mein Brennspiritus drin, der kommt hier rein und damit kann ich den genauso nutzen. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, also hier kann man den mit den ganzen anderen Sachen kann man den auch wunderbar nutzen. Ist natürlich wesentlich weniger brandgefährlich, als wenn man so auf den Boden stellt, weil er ist ja dort unten nur einige Zentimeter vom Boden weg. Ich kann aber auch dieses Innenteil andersrum rein machen. So rum. Und dann seht ihr, ist der relativ weit oben. Hier könnte ich mit Esbit kochen. Und dieses Teil kommt dann einfach hier oben drauf. Habe also hier meinen Windschutz gleich mit dabei. Es ist also wirklich für alle Kochkarten und im Notfall kann ich natürlich als Hobo-Kocher verwenden. Das heißt, Brennmaterial habe ich hier ohne Ende. Also mit dem Ding wird es mir nie ausgehen und das gefällt mir einfach an dem Gerät. Und das werden wir jetzt auch testen, weil ich habe extra einen Glühwein mitgenommen. Und auf den freue ich mich schon die ganze Video über. Hi. Und jetzt gibt es Glühwein. Ich hätte die Dinger vorher auseinander machen sollen. Aber jetzt ist es zu spät. Aber geht auch so. Also hier seht ihr schön mein Glühwein drin. Und ihr seht, wie schön dass das geht. Geht also schon los. Also hier die Brennpaste brennt wirklich wie Sau. Muss man einfach mal sagen, ist top. Ich habe natürlich hier einen guten Platz ausgesucht, sieht ihr direkt am Bach. Unter mir nur Sand und Steine, das heißt hier kann auch nichts passieren. Und ich hätte genügend Wasser zum Löschen da, falls doch was passieren sollte. Ach leider ist das herrlich hier im Wald. Die Sonne scheint, die Hängematten ist mit dieser Isomatten noch einmal gemütlicher. Ich habe einen Glühwein in der Hand. Gibt es was Schöneres? Fällt mir jetzt gerade nichts ein. So, ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo nicht vergessen, ich werde in 14 Tagen voraussichtlich mit einer sehr bekannten YouTuberin einen Overnighter machen. Seid gespannt drauf, wer das ist. Die meisten kennen es von euch vermutlicherweise. Und von dem her Abo und Glocke nicht vergessen, damit ihr informiert werdet. Und ich werde es mir jetzt hier noch in der Hängematte ein paar Stunden gemütlich machen. Den Sonntagnachmittag genießen im Wald. Es ist einfach nur herrlich. Glühwein habe ich auch. Es ist geil. Also, bis zum nächsten Video. Pfiat euch, euer Spiergeil von Outdoor Chiemgau.